aber ich bin mit meinen Aufrufzahlen auf YouTube mega zufrieden. Was mich allerdings stört... Moin Suchtis, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jumply hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr am Start seid und herzlich willkommen natürlich hier zu Jumply Ague, beziehungsweise Jumply, nur irgendwie dumm ausgesprochen. Oh man, Leute, was geht ab? Neue Folge wieder auf YouTube. Endlich mal wieder ein YouTube-Video. Immerhin bringe ich mehr Videos als Stegi, come on. Da muss man schon sagen, da bin ich genug bisher als Stegi. Yay, jetzt kann ich mich freuen und einen Eis backen, yay. Und ich bin immer noch scheiße in Jump'n'Run. Hab ich das schon mal gesagt, ne? Ich glaube schon. Keine Ahnung. I don't know. So, jetzt aber. Come on, Part 2. Natürlich unlucky. Was denn sonst? Ich meine... Was denn sonst? Das ist unlucky, Alter. Diese Betrunkene. Frage mich, würde ich betrunken Minecraft auch genauso sehen, wie wenn ich Neuser habe? Muss ich mal ausprobieren. Mit 10 Liter Bier und danach Jump League spielen. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Und am besten noch mit der Aufnahme, ne? Oder Stream. Stream mit voll besoffen Stream. Ich glaube, das sollte ich mal machen. Mache ich an meinem 16. Geburtstag im Oktober. Okay, Deal. Ich schwöre auf Döner, das mache ich. Ich schwöre auf Döner, ey. Kappa. Alles klar, Leute. Heute wollte ich ein Thema ansprechen. Und zwar nicht den besoffenen Stream, sondern, ja, das hängt eher mit YouTube zusammen als mit Twitch, obwohl das auch Twitch betrifft. Aber halt, ja, irgendwie anders, ne? Ja, also mit dem Thema noch ein bisschen warten oder schon ansprechen. Ist so eine Frage, ne? Also warum verkacke ich bei dem Jump gerade? Ich spreche gleich das Thema an. Wartet a second. Alter, was ist bei dem Kohle-Jump da? Eigentlich ist es voll easy. Schaffe ich natürlich immer. Was ist da los, Alter? Was ist da? Hä? Muss man da von oben springen oder so? Oder bin ich zu behindert? Achso, man muss von oben springen. Alles klar, bin ich zu behindert. Gut, YouTube-Thema. Nee, also Thema, das auch YouTube betrifft, meine ich. Was ich ansprechen will, ist, dass meine YouTube-Videos unregelmäßig kommen und wenig kommen. Ich meine, das wusstet ihr auch schon, aber ja, ich werde halt immer öfters und öfters angesprochen. Ja, Daniel, ja, Oberzocker, ja, Oberzocker LP, ja, Daniel, ja, du Mongo, ja, du Idiot, was auch immer. Ja, Herr, wollen ich so nicht. Wann kommen denn endlich YouTube-Videos? Beziehungsweise, wann machst du endlich das nächste YouTube-Video? Wann wird es geschehen? Warum machst du so inaktive Videos? Und das werde ich heute ansprechen. Ihr wisst ja, ich mache ja täglich 4 bis 5 Stunden Livestream auf twitch.tv/skype. Sollten die meisten von euch auch wahrscheinlich schon wissen. Die schauen auch manche zu, auch täglich, auch aktiv. Ich will da jetzt nicht so weiter eingehen. So, Hauptsache, ich bringe sehr wenig bis. Ja, ich bringe auf jeden Fall sehr wenig Videos, sagen wir mal so, auf YouTube. Weil ich halt meine Zeit lieber in Twitch-Sachen investiere, ne? Und das ist deswegen, weil ich habe jetzt bei YouTube kein Problem mit meinen Aufrufzahlen. Meine Aufrufzahlen sind sehr, 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 sehr gut. Ich bin damit mega, mega, mega zufrieden. Natürlich habe ich jetzt keine 100.000 Aufrufe, aber ich bin mit meinen Aufrufzahlen auf YouTube mega zufrieden. Was mich allerdings stört, ist meine Zuschauerbindung. Wer nicht weiß, was eine Zuschauerbindung ist, das ist, wie lange meine Videos durchschnittlich geguckt werden. Meine Videos werden im Durchschnitt bis Minute 3 geguckt. Sprich, durchschnittlich schalten die Leute ein, gucken die Videos bis Minute 3 und schalten danach das Video ab. Entweder disliken es auch, manche machen das auch, oder schalten halt einfach ab. Und
Ja, das ist das, was mich stört. Meine Videos sind durchschnittlich 15 Minuten lang, sag ich mal. Ich denke 15 Minuten kommen hin. Und davon diesen 15 Minuten werden halt 3 Minuten geguckt. Da frage ich mich natürlich, wofür sind die anderen 11 Minuten, die anderen 12 Minuten, sorry, ich kann nicht rechnen. Wofür sind die anderen 12 Minuten des Videos da? Warum mache ich mir dann die Mühe, aufzunehmen, zu schneiden, zu bearbeiten, zu hochzuladen, wofür ich halt Stream viel länger könnte? Wofür mache ich mir dann die ganze Mühe, wenn das nicht geguckt wird? Das ist meine Frage. Und ja, solange halt sich das nicht bessert, solange meine Videos immer nur bis Minute 3 durchschnittlich geguckt werden und danach abgeschaltet werden, solange lohnt sich das für mich gar nicht, mehr Zeit in YouTube zu stecken. Das streame ich lieber, weil bei Streams weiß ich, da gucken wirklich die ganze Zeit mindestens 15 Leute zu. Und diese 15 Leute gucken wirklich zu, die sind nicht nur da oder so, sondern die gucken wirklich zu. Die sind aktiv dabei im Chat, die schreiben auch aktiv was. Und da weiß ich, die sind wirklich da. Und bei YouTube habe ich vielleicht, habe ich auch ein paar Leute, die es komplett anschauen. Aber ich finde, das lohnt sich nicht, das streame ich lieber. Und ja, ich würde halt auch gerne eure Meinung in die Kommentare wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr das Video überhaupt geschaut habt, ob ihr schon längst abgeschaltet habt. Es kann ja sein, dass das gerade niemand hört. Ja, hallo niemand. Vielleicht rede ich jetzt auch umsonst. Ich weiß es nicht. So, warte mal, ich will gerade diesen Sprung jetzt schaffen. Die ist nicht so einfach. Und ich habe es geschafft, Modul 9. Nicer Dicer. Alter, so weit war ich in der Folge noch nie, glaube ich. Wo geht's jetzt lang? Da. Okay, verkackt. Gut. Nicer, nicer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Mensch, das habe ich jetzt vergessen. Ich glaube da, dass, genau. Ja, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, könnt ihr mal eure Meinung dazu in den YouTube-Kommentarbereich unter dem Video in den Kommentarbereich schreiben, was ihr davon so denkt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ob ihr meine Streams oder meine Videos mehr feiert, was ihr gerne seht, entweder YouTube-Videos oder Streams. Was meint ihr, wofür sollte ich mehr Zeit investieren? Und ja, wir haben jetzt den Jump'n'Run leider nicht geschafft. Ich habe es übrigens noch nie geschafft, komplett den Jump'n'Run. Aber dafür sind wir ganz gut ausgerüstet. Ja, dann muss ich mir mal ganz kurz hier mal ein bisschen aufs Deathmatch konzentrieren. Mann, ich habe kein Schwert, den ich enchanten könnte. Kann ich nur auf Level 2 verzaubern. Okay, Protection wenigstens. Nice. Okay, dann konzentriere ich mich mal hier jetzt ein bisschen auf das Deathmatch. Ich denke, das Thema habe ich ganz gut angesprochen. Und ja, vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere sich jetzt mal nach, ob er vielleicht ein bisschen länger die Videos schauen könnte, wenn ich schon so Mühe gebe. Weil ansonsten, ich finde, es lohnt sich nicht, die Videos zu produzieren, wenn die bis mit 3 Minuten geguckt werden und restlichen 12 Minuten umsonst sind. Da kann ich auch 3 Minuten Videos bringen auf YouTube, kann ich jedes Mal eine Runde QSG hochladen. Das könnte ich sogar dann jeden Tag bringen. Und das war's dann. Und dann muss ich hier nicht mehr geben, eine komplette Jump League Runde aufzunehmen. Ne? Jetzt mal, wenn ich so mal ein bisschen nachdenke, ne? Come on, eigentlich sollte ich alle easy kriegen mit meiner Rüstung. Ich könnte noch Hose enchanten, aber wenn ich vielleicht noch eine Eisenhose bei jemandem finde, wenn ich jemanden töte, ich weiß nicht, ob er überhaupt das hat. Ich denke jetzt zwar nicht, aber vielleicht, ne? Man weiß nie.
Obwohl, vielleicht kriege ich noch ein Steinschwert, den kann ich dann enchanten. Da habe ich Schaden ist ein Steinschwert, was eigentlich ziemlich gut ist. Ich sneak deiner. Alles klar, Bruder. Schaust du noch dabei? Oh ja, ein Brot. Habe ich schon Schuhe? Nein. Okay, gut. Habe ich mich gut erinnern können, dass ich nur noch Lederschuhe habe. Gut, die haben wir auch gekriegt. So, was hatte er Nices dabei? Nix was er essen, ne? Na, nehme ich meistens raus. Anders kann ich eh nichts von ihm gebrauchen. So, den haben wir auch. Nice. So. Ich habe noch 3 Leben. Da eine, der Rapsack. Der Rapsack hat noch 2 Leben und der Jonas Xyt hat noch 1 Leben. Alles klar, alles klar. Oh Scheiße, es ist schon 17.48 Uhr. Eigentlich war ich um 45, so Viertel vor 6. Mit dem Rektor verabredet die Düssig, dass wir Rocket League streamen. Egal. Da komme ich ja ein bisschen zu spät. Alter. Ja, geht einfach beide auf mich. Alter, ich hab mal das Herz. Holy fuck, Alter. Ich dachte, ich könnte mit drei Leben komplett die Runde machen. Egal. So, dann muss ich mich mal ein bisschen beeilen mit dem Video. Ich will ja nicht, dass der Rektor kommt, sonst wartet, ne? Das wollen wir ja nicht. Na komm jetzt. Jawohl, Steinschwert. Ja, jetzt kann ich nicht mehr enchanten, ne? Der kommt direkt hier auf mich. Doch, ich kann noch enchanten. Sharpness, jawohl. Das wollte ich haben. Soll ich fair sein? Ah ne, mach mal unfair. Ich habe eh nichts dafür. Gut, kann man nicht. Ich will noch schnell diese Deathmatch hier abschließen. Ich will langsam wirklich mal mit dem Stream anfangen. Nicht, dass er direkt hier noch warten muss auf mich in Team Speak. Gut, GG. Nice, Leute. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Bewertet es auf jeden Fall. Würde ich mich auch sehr freuen. Ja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, würde ich sagen. Und jetzt gibt es noch hier ein bisschen kostenloses Essen hier. Könnt ihr einsammeln, wenn ihr Bock habt. Yay! Ja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr so über das Thema denkt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video. Oder wir sehen uns beim Stream auf Twitch. Ja, bis dann. Haut rein, macht's gut und ciao.